Nach den letzten Niederlagen sind die Tölzer-Fans angesäuert. Am 28. Dezember 2013 die Blue Devils Weiden zu Gast bei den Löwen. Schauen wir mal. Die Tölzer bauen Druck auf und kommen zu ersten Chancen. Trotzdem wieder einmal Rückstand zu Beginn. 1:0 Weiden. Der Ausgleich durch Dominik Fuchs. Und die erneute Führung für die Blue Devils. Beim 3:1 für Weiden sieht sich mancher Kritiker der Löwen schon bestätigt. Aber es kommt ganz anders. 2:3 Florian Ketterer, 3:3 Thomas Schenkel, Johannes Sedlmeier, 4:3 die Führung zum dritten Drittel. Es folgt die Gala-Vorstellung der Tölzer Löwen. Zu 3 besiegen die Tölzer die Blue Devils aus Weiden. Trainer Florian Funk in der anschließenden Pressekonferenz: Als wir dann in Führung waren, ist die Scheibe gut gelaufen. Lasst die Scheibe laufen, Jungs, für euren Trainer.